Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angekommen im Kapitel 4. Wir machen heute noch 5 und 6 dran. Ihr wisst ja, das haben wir beim letzten Mal auch so aufgeteilt. Von der Johto-Nostalgie-Herausforderung. Entwickle ein Pokémon, fange ein Pokémon vom Typ Geist. Das wird problematisch. Das geht bestimmt erst abends. Und fange 5 verschiedene Arten von Pokémon. Wir können eigentlich gleich mal eins entwickeln. Wir entwickeln mal das zuletzt Gefangene. Ha, Miltank, ne? Bruder, was geht? Nein, wir entwickeln einfach hier ein Snubbull. Da ja eben begrenzte Forschung mit Snubbull auch am Wochenende sein müsste. Habt ihr da Bock drauf? Könnt ihr, glaube ich, bis zu 50 Snubbull aus den Aufgaben bekommen. Und die Chance auf einen Shiny Snubbull. Ich brauche es nicht mehr, habe ich schon gesagt, letztes Mal. Jetzt haben wir eins entwickelt, sind eigentlich gut dabei. Laufen mal rum, sammeln noch ein paar andere Pokis und gucken, ob man Geist-Pokémon finden. So, ich habe es mir eigentlich jetzt schwerer vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, da steht ja, fange 5 verschiedene Arten von Pokémon. Ich dachte jetzt, ihr müsst ein Wasser-Pokémon fangen, einen Käfer, ein Elektro, ein keine Ahnung. Jetzt habe ich aber schon 4 von 5. Denn das erste, was dazu gezählt hat, war das Miltank als Normaltyp. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich ein Normal, fange ich Wasser. Habe aus Spaß das Quapsel gefangen, was auch Wasser ist. Und das hat natürlich als Nummer 3 gezählt. Jetzt habe ich Fleckmon gefangen, was auch Wasser ist. Das hat als Nummer 4 gezählt. Ist aber auch Typ Psycho. Das heißt, ihr müsst nicht verschiedene Typen, sondern verschiedene Arten. Und das sagt ja das Wort eigentlich schon alles. Nicht verschiedene Typen, sondern verschiedene Arten. Sprich, selbst wenn wir jetzt das Sepa fangen, was ja auch Wasser ist, das ist zwar derselbe Typ, aber es ist eine andere Art. Also müsste das ja auch die Nummer 5 sein, dann müsste das auch fertig sein. Jetzt wollte ich sagen, und dann ist auch das andere. Aber nee, das ist ja Drache. Drache und Wasser. Ist Sepa überhaupt schon Drache? Ich weiß es nicht, aber Geist. Der heißt Geist. Wo kriege ich jetzt einen Geist? Rocket. Rocket Rüpel. Das ist auch eine Alternative. Wenn es keine Geister gibt, tagsüber, ne? Ist das jetzt fertig? Genau. Fange ein Pokémon vom Typ Geist. Ich guck mal, weil ich denke mal, hier wird nichts gehen. Vielleicht 13 Uhr, wenn die Spawns der Johto-Region dann endlich reinkommen. Vielleicht ist da Geist dabei. Wenn nicht, Giratina. Giratina ist doch auch Geist. Jetzt muss ich bis morgen warten, bis ich das abschließen kann. Theoretisch. Oder ich mache noch einen Giratina-Raid. Oder ich suche mir einen Team Go Rocket Rüpel vom Typ Geist. Es ist alles möglich, wie ihr seht. Wie macht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist natürlich so lustig, jetzt die ganze Zeit wegen dem doofen Geist-Pokémon, das sitzt jetzt hier, könnt ihr euch mal kurz zeigen, ich habe es mal schnell angetippt, nicht, dass es weg ist, die ganze Zeit wegen dem blöden Geist-Pokémon die Welt verrückt gemacht. Jetzt habe ich schon auf Facebook gesehen, dass Leute da rumgepostet haben, ja, wie soll ich denn einen Geist fangen, ich komme nicht weiter, oh mein Gott, und alle so, mach doch Giratina-Raid. Und ich so, ja, mach doch so einen Rocket-Stop und alles. Und dann, ja, Drecksaufgabe. Aber eigentlich ist es ja schlau, einfach bis 13 Uhr zu warten, bis die Johto-Spawns losgehen. Und das Erste, was direkt spawnt, ist einfach ein Traunfugil, also ein Geist. Den nehmen wir jetzt gleich mal mit Hyperball mit, dass er auch drin bleibt. Und das ist gut, dass es jetzt 13 Uhr ist, denn 12.42 Uhr ist hier eben ein Giratina-Raid aufgegangen. Und ich war eh fix zu Hause, weil ich die Kamera aufgeladen habe und den Akku vom Handy geladen. Und ich habe eben oben gesessen und habe zum Ditschen gesagt, komm, wir machen den Raid jetzt hier. Scheißegal, 6 Accounts, die 2 iPhones noch dazu. Fange ich halt das Giratina, muss ich halt einen grünen Pass kaufen. Und zum Glück hat er so lange auf dem Klo gebraucht schon wieder. Der geht ja bestimmt 20 Mal am Tag aufs Klo. Dass er so lange gebraucht hat, dass es 13 Uhr war, es umgeschlagen hat, ich jetzt kein Raid machen muss, ich den Raid-Pass spare, ich keinen Rocket-Stop suchen muss, jetzt einfach das hier gefangen habe, jetzt einfach die Belohnungen durchdrücken kann, haben wir nämlich auch hier einen Mogelbaum und dann das Ende von Kapitel 4. Also bis jetzt finde ich die Belohnungen eigentlich nicht so krass. Ich finde aus der Kando-Nostalgie, die waren alle irgendwie viel krasser, viel heftiger, die sahen auf jeden Fall besser aus. Aber die mag man ja auch einfach mehr, also ich zumindest. Deswegen gefallen die mir besser. So, jetzt ist schon wieder irgendeine Aufgabe fertig, warum auch immer. Wir bewerten den auch mal, ist natürlich auch schlecht, aber müssen das vierte Kapitel abschließen.
Dann muss ich einen Ditschen noch mal holen. Der ist nämlich jetzt wieder oben. Gibt es wieder eine goldene, zwei silberne und einen Traunvogel noch mal. Jetzt am Ende, man braucht es, um die Aufgabe abzuschließen, um dann noch mal eins zu bekommen. Beziehungsweise hättet ihr ja auch einen Giratina-Raid machen können, um die Aufgabe abzuschließen. Wir sind gleich bei Kapitel. Achso, ich habe ja eben erst angefangen. Das heißt, ich brauche ja 5 und 6. Dann dauert es ja noch ein bisschen. Und ich will gucken, dass ich heute alles abschließe. Heute kommt es nämlich raus, heute 13 Uhr, weil morgen ist für mich Safari. Dann muss ich ja schon wieder andere Aufgaben machen. Mach einen Schnappschuss von deinem Kumpel, lande 4 Curveball-Würfe, fange ein Pokémon vom Typ Kampf. Haben wir hier eins rumsitzen. Überall Pikachu auf jeden Fall. Wir müssen erstmal einen Pikachu dann fangen, damit wir die Schatten wegbekommen. Ist Griffel Kampf? Nein, Griffel ist Psycho und... Na gut, es ist nur normal. Egal, ich hole mir fix einen Ditschen, dann laufen wir nochmal weiter, gucken, dass wir einen Kampf-Pokémon bekommen und ob wir einen Shiny Pikachu abstauben. So, jetzt sind wir gerade mit dem Fahrstuhl gefahren. Hier sitzt auch ein süßes, kleines, dummes Esel. Ich hoffe, der Bus hält an. Wir haben... Doch, der hält an. Wunderbar. Ha, Drecksbus. Jetzt würde ich huben. Wir haben aber auch noch die Aufgabe mit dem Schnapsbus. Wir müssen auf jeden Fall ein Foto machen. So. Aber der ist ja eh gleich schon wieder tot. Das heißt, ich fütter dem erst noch mal 3 Beeren. 1. Zwei. Wir müssen nämlich gucken, wir müssen auch gleich seine Dame vom Bahnhof abholen. Und dann wollte er sich eigentlich nicht mit jemandem treffen, weil das darf man ja nicht. Und dann wollten alle zusammen einen Raid machen. Aus der Ferne. So. Dann können wir es gleich nochmal streicheln. Und ein Foto machen. Los, streichel! Jetzt ist es glücklich. Wunderbar. Und ein Foto. Und das muss reichen. Auf jeden Fall für die Aufgabe. Mach einen Schnappschuss. Wir brauchen immer noch ein Kampf-Pokémon. Und einen Curveball müssen wir auch noch landen. Wir nehmen hier das Eneko mit. Einfach für den Curveball. Und eigentlich sind wir gerade auf dem Weg zu einem Pikachu. Weil oben auf dem Markt, die hat es plötzlich nicht mehr angezeigt. Also wollten wir hier rüber. Das ist aber wieder an der Straße. Jetzt müsste der Curveball fertig sein. Und dann schauen, ob das Pikachu noch sitzt. Ist es noch angedingst? Ne, ich habe das Falsche. So. Links. Müsste sitzen. Da ist noch ein Dummesel. Kann ja jetzt shiny sein. Und das Pikachu hat ja wieder eine neue Mütze. Ich glaube, die Nachtara-Mütze. Und kann auch shiny sein. Deswegen nehmen wir das gleich noch mit. Ich hätte erst nach 10 Minuten anfangen müssen hier. Nein, jetzt steht auch noch, dass es geflohen ist. Ich kann doch nicht mit meinem Bein. Aber normalerweise hat man Glück. Wenn dort steht, es ist geflohen, sitzt es meistens noch da direkt. Genau. Eine Nachthara-Mütze. Das können wir noch mitnehmen. Dann sind nämlich wenigstens die ganzen Schatten in der Nearby-Liste weg. Und man sieht wenigstens, wo irgendwo ein Kampf-Pokémon sitzt. Denn wir brauchen noch ein Kampf-Pokémon, um das 5. Kapitel abzuschließen. Ungewohnt, hallo? Ja, ungewohnt. Mhm. Wir bewerten das aber auch mal kurz. Ist natürlich schlecht. Und schauen mal, ob irgendwo ein Kampf-Pokémon sitzt. Hier ist ein Macholo. Das sitzt beim Park. Wir gucken mal, ob wir das Macholo noch mitnehmen. Wir müssen ja eh durch den Park, wenn wir zum Bahnhof müssen. Ach so, zum Netto wollen wir ja. Wir müssen nämlich noch ein Geschenk für die Frau kaufen. Bier. Auf dem Weg tippt man natürlich hier mal die zwei Pikachus an. Laufen noch mal hier. Hier sitzt doch auch schon eins. Müssen wir gar nicht zum Park. Also fangen wir das Macholo. So eine Rumrennerei. Oh. Mir tut der Arm jetzt schon wieder weh.
Der tut alles weh. Kann man das wieder hier irgendwo hinstellen? Nee, hier ist wieder alles behindert. Da kann man es wieder nicht abstellen. Ich laufe trotzdem mal kurz hier hinter. Oh, ein Lampi. Und in der Nähe war auch ein Teddy Ursa. Da hätte ich mich ja gefreut, wenn Teddy Ursa noch spawnen würde bei der Safari, dass man da eben noch ein paar mitnehmen kann als Shiny. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier abholen. Insgesamt sogar 3 Pokémon-Belohnungen. Ein kleines, süßes Potrot mit 170 WP wird eingesackt. Guck mal, eben noch alles hier, Gebäude, Parkplätze, Autos und jetzt schon wieder mitten im Wald. Ihr seht, Hibu ist ein kleines Kaff. Fang ein Pokémon vom Typ irgendwas, mach einen Schnappschuss, okay. Das zählt jetzt erst dazu, obwohl es da schon gelöst war. Mantax ist auch am Start. Bin ich mal gespannt, wann sie da das Shiny einführen. Vor allem, weil man dann ja wieder Mantyrps brüten muss. Ach, dann gibt es halt keinen Curveball. Ich muss mich trotzdem beeilen. Ich will heute an einem Tag alles fertig haben, dass ich mich morgen komplett auf die Safari konzentrieren kann und sich nicht die Aufgaben überschneiden. Ihr habt natürlich Zeit. Eine Woche, 7 Tage. Macht das Beste draus. Wir holen noch eine Bäre ab. Nochmal 2 Bären. Und noch einen großen Bären. Nee, ein wildes Capoeira. Das ist auf jeden Fall eine coole Belohnung. Die sind ja so sau selten. Ich habe die gerade gar nicht bewertet, oder? Muss ich auch noch bewerten. Das ist normalerweise also selten. Capoeira hat bestimmt noch nicht jeder. Vor allem die Leute, die neu angefangen haben. Und es flieht natürlich. Und es dreht sich auf den Kopf. Und zeigt uns, was es kann. Nochmal großartig. Das sind 3 Kinder. Vorhin haben wir auch welche gesehen beim Fahrstuhl. Die waren bestimmt erst 10 Jahre alt, aber schon heftig Pokémon am Zocken. Die wissen wohl nicht, dass das ab 18 ist, ja? Nein, ab 14 soll man, glaube ich, aber sein. So, das hat auf jeden Fall schlechte IV. Wir gucken aber mal kurz die 2 anderen an, die wir aus der Aufgabe bekommen haben. Das ist wichtig, hier das Mantax und das Potrot hat sogar 15, 15, 11. Das ist okay. Und gucken in das nächste Kapitel. Fang ein Pokémon vom Typ Elektro. Fang ein Pokémon vom Typ Stahl und verwende 3 Power-Ups. So. Haben wir hier Stahl? Nee. Die Pikachus saßen da vorne. Wir laufen erstmal ein Stück weiter. Und guck mal, wenn man Stahl oder Elektro. Lampi ist doch auch Elektro, oder? Ich bin Lumpi. Das seht ihr müsst euch nicht bewegen, ihr könnt eigentlich wirklich alles von zu Hause aus machen, wenn ihr hier zu Hause im Wald wohnen würdet. Also nehmen wir Lampi mit, suchen Stahl, ich glaube das wird das Problem sein, ein Stahl-Pokémon zu finden und machen dann auf jeden Fall noch die 3 Power-Ups. Vielleicht sollt ihr auch mit dem Rauch jetzt Stahl anlocken, ich weiß es nicht. Wir laufen aber erstmal weiter, denn die Uhr tickt. So, nachdem wir die Dame vom Bahnhof abgeholt haben, haben wir auf dem Rückweg hier sogar noch einen Scaramoni entdeckt, ne? Also einen Panzer Aeron. Und eigentlich wollte ich was zum Abstellen der Kamera. Wir versuchen aber erstmal das zu fangen, denn das ist das Stahl-Pokémon, was uns noch fehlt. Das ist wieder alles schattig, denn wir müssen ja noch 3 Power-Ups machen. Und wenn wir die 3 Power-Ups haben, sind wir auch fertig mit dem 6. Kapitel, dann können wir irgendwann 7, 8, 9 machen, aber in der nächsten Folge. Power-Ups, Power-Ups. Wir gehen mal, wir suchen mal Darkrai. So, da wollte ich ja auch schon immer mal eins pushen. Gucken mal, was die höchsten. Das müsste die höchsten haben hier. Die höchsten WP, das müsste das 98er sein, genau. Da geben wir einfach mal 3 Stück drauf. 1, 2, 3. Machen so. Jetzt müsste das genau 3 Power-Ups geben. 159 WP gibt es dazu. Dann können wir zurück. Können das Kapitel, denke ich mal, abschließen. Da gibt es noch einen Rauch. Den werde ich mir aber aufheben für den Rauchtag. 500 Staub. Eine Belohnung. Ein. Nichts. Aufbewahrungslimit erreicht. Müssen wir wieder was löschen. Schmeißen wir gleich das Panzer Aeron wieder weg. Und das Mantax und den anderen Quatsch, hier alles weg, alles was wir gefangen haben, schmeißen wir gleich direkt wieder fort. Die Autos stehen auf jeden Fall alle Schlange, ist immer hier, heftigste Kreuzung ever. Drücken noch mal hier drauf, ich hoffe das geht jetzt. Ne, ich muss erst hier unten, erst unten, dann oben, ein Voldilam. Gut, Voldilam auch sinnlos, ist ja auch ein Community Day Pokémon.
Und dürften viele als shiny haben. Viele bestimmt auch ein gutes. Nehmen wir trotzdem mal mit. Müssen wir ja, damit wir die Kapitelbelohnung noch abholen. Einfach mal heimlich die anderen gefilmt, dass es keiner merkt. So, das bewerten wir aber natürlich, weil es aus der Aufgabe kam. Ist schlecht. Und jetzt die Kapitelbelohnung. Nochmal eine Beere, eine goldene, zwei silberne und ein Panzer Aeron. Besser wie vorhin mit dem Traunfugil. Ich habe das Traunfugil gebraucht und es kommt dann aus der Aufgabe danach. Jetzt Panzer Aeron auch nachträglich. Das fangen wir kurz, dann bewerten wir es und dann sind wir fertig mit Kapitel 6. Ist das eilig oder was? Ist ja, nie, ist ja so, dass der Guide spartet, aber pff. Und die Niki wartet, hä? Das ist ein, keine Ahnung, hat auf jeden Fall 14, 14, 14. Schickt mal auch gleich weg, wir haben ja keinen Platz. Das war's also mit Kapitel Nummer 6. Wir melden uns wieder mit Kapitel 7, 8 und 9. Achso, bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut euer Ramses.